Ja, wie versprochen, in dieser Folge behandeln wir das Thema Rollgelände. Ich bin der Daniel, wie sonst auch. Und ja, Karte wird geladen. Zollgelände, warum nehmen wir die als erstes durch? Außerdem ist einfach ein Grund, die ganzen Anfangsmissionen, beziehungsweise die meisten, sind alle auf dem Zollgelände, / Customs. Und um da ein bisschen Überblick zu haben, weil wenn man einfach versucht, der Karte spawnt und wo man gerade ist, kann einem sehr relativ schwer fallen. Klar, wenn man den Genuss hat vom zweiten Monitor, kann man sich natürlich eine Map mit aufrufen, um das Ganze sich so ein bisschen besser zu verdeutlichen, wo man gerade ist und wo man hin muss. So, der allzeit beliebte Einsatztimer läuft ab. Und dann schauen wir mal, wo wir spawnen. So, wir sind frisch gespawnt und hier sind wir auch schon direkt mal am ersten Extraction Point. Und das ist der UF Roadblock. Wenn dieses Signal hier an ist, dann könnt ihr hier extracten. Der Bereich fängt ungefähr hier an und reicht ungefähr bis hier. Das heißt, hier überall könnt ihr extracten, könnt euch hier hinter dem Truck legen und so habt ihr schon den ersten Spawn rausgefunden. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir als nächstes hingehen müssen. Dort sind jetzt zum Beispiel ZB11, Wohnheim VX, ZB1011, alte Tankstelle und ZB1012. So, gehen wir mal zu dem nächsten Spawn von hier aus. Wenn ihr dann hier durch die Mauer kommt, kommt ihr auf das große Gelände. Und dort befindet sich dann hier auf der rechten Seite das Crackhaus und das Warehouse 17, was ein Scav Extraction Point ist, und den Repair Shop. Aber hier zeigen wir euch noch eine kleine Besonderheit. Hier befindet sich eine Scav-Leiche drin, die ihr durchsuchen könnt. Die hat für eine bestimmte Mission einen Schlüssel dabei. Dann könnt ihr schon mal direkt, da ist er, der unbekannte Schlüssel. Falls den einer schon mal suchen sollte, der befindet sich in dieser Leiche. So, wenn wir dann hier durch die Mauer gehen, haben wir hier einmal das Warehouse 17. Das wäre ein Scav Extraction Point. Hier vor der Tür. Wenn ihr hier weitergeht, kommt ihr zum Repair Shop, der befindet sich dort. Hier könnt ihr reingehen. Und ansonsten auf der anderen Seite hier vorne befindet sich das Crackhaus. Hier, zwei Etagen. Crackhaus ist so für, ich sag mal, alles, was mit Medizin-Items zu finden, zu tun hat, könnt ihr drin finden. Gibt es allerdings auch, hier direkt, wenn ihr vorne rechts reingeht, eine Tür. Und hier sind nochmal eine Jacke, wo ihr Schlüssel drin finden könnt. Und hier können diverse Munitions-Items spawnen. Was hier gerne vergessen wird, ist, dass wir hier zwar eine zu Tür haben, aber wir können da so ein bisschen zwischenlinsen. Voilà. So. Und dann können wir hier die Leiche looten. Sind ab und zu noch ziemlich nützliche Sachen drin. Ne? Also als kleine Besonderheit hier im Crackhaus. Ansonsten hier ist ein Loot-Spot und oben befinden sich noch Medizin-Items. Es gibt noch eine zweite Ausgangstür, die befindet sich auf der Rückseite. Und dann seid ihr schon wieder im Innenhof. Wenn ihr an den Bahngleisen seid, haben wir hier als kleine Besonderheit, lauft nicht weiter als, glaube, das war hier da vorne der tote Scav und da vorne musste noch einer liegen. Also bis zum zweiten Schild würde ich auf jeden Fall nicht laufen. Dann bekommt ihr von Sniper-Scavs einen freundlichen Headshot verpasst und das war's mit euch. So, sowas wie eine Levelgrenze. Achtung, das sind keine Scavs, auf die ihr schießen könnt, die seht ihr nicht, sondern nur die schießen. Gehen wir jetzt hier die Schienen weiter und halten uns recht. Kommen wir zur Old Gas Station. Hier können wir durch das Tor gehen. Und hier rechts wäre dann da vorne der nächste Exit, das Tor, was wir hier vorne sehen. Das rostige wäre dann der Old Gas Station Extract. Ne? Gar nicht, ob er den trotzdem anzeigt, obwohl wir den nicht mehr haben. Ne, okay, alles klar. Also das wäre einer. Und wenn wir hier reingehen, das ist halt die Old Gas Station an sich, also die alte Tankstelle. Dann können wir hier die Tür öffnen.
Hier muss aber vorher so ein Signalfeuer, ein grünes, an sein. Dann könnte ich hier vorne durch diese Tür hier, die ist sogar schon offen, hier runtergehen. Diese öffnen. Und dann würdet ihr hier rauskommen. Also Old Gas Station an sich und die Tür davor sind beides Extraction Points zum Rauskommen. Korrektur. Hier ist für ein PMC der Extraction Point. Und die Tür, die wir gerade gesehen haben, die ist für den Scav. So, dann können wir hier weitergehen. Dann können wir unter dem Tunnel lang gehen. Und kommen zu den Warenhäusern. Zeichnung haben die hier das Warenhaus Nummer 4 und das Warenhaus Nummer 3. Darauf, davor befindet sich nochmal ein großer Vorplatz. Und da haben wir dann genau davon gegenüber die New Gas Station. Also befindet sich dann dort. Das ist die New Gas Station. Kommen wir aber erst zu einem anderen Exit. Und zwar ZB1012, die wir auch gesehen haben, wenn wir doppelt O drücken. Was unser Extraction Point wäre. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen. Auch hier als Besonderheit. Hier muss auch dieses Licht an sein. Dann könnt ihr hier runtergehen. Und dieser wäre jetzt offen. Und dann könnten wir hier raus. Ja, also wie ihr sehen könnt, bestimmte Extraction Points erfordern ein bestimmtes Signal. Zum Beispiel eine farbliche Rauchmarkierung oder sowas wie dieses Licht an. Hier könnt ihr an dem ZB-11 bzw. 12 auch vorbeilaufen. Hier an der Mauer. Dann befindet sich da weiter vorne nochmal ein Durchgangstor, wo ihr ins nächste Areal reinkommt. Dort befindet sich dann das Warehouse 7 und der Repair Shop. Und so, könnt ihr hier durchlaufen. Wie gesagt, das hier ist das der Repair Shop. Das Warehouse 7 bzw. Lagerhaus 7 wäre das hier. Was wir aber hier interessanter finden werden, ist auf jeden Fall, hier befindet sich ein weiterer Extrakt. Und der ZB1011 befindet sich hier. Außerdem befinden sich hier nochmal knapp 3 Scav Extraction Points. Sonst, wenn ihr so als Gewissheit, also als Orientierung benutzen wollt, wir haben hier 4 Silos. Dann könnt ihr hinter die Silos durchgehen zu den Schienen. Haltet euch dann einfach nur links. Und dann seht ihr hier vorne den nächsten Bunkerausgang. ZB1011. Hier muss nichts an sein, der ist soweit offen, sobald er für euch hier markiert ist. Ja, ansonsten haben wir hier noch die Factory Far Corner. Wenn ihr dann zurückgeht auf die Straße, kommt ihr zum Administration Gate, also Administrationstor. Das ist auch ein Scav-Ausgang und auch der Scav-Checkpoint befindet sich direkt dahinter. Das hier wäre das Administration Gate. Beziehungsweise Administration Tor. Und wenn ihr hier durch die Lücke rausgeht, kommt ihr zum Scav Checkpoint. Und könnt hier extracten als Scav. Wie gesagt, immer unter der Prämisse natürlich, dass der Ausgang, egal ob als Scav oder PMC, für euch offen ist. So, als nächstes sind wir hier am Militär Checkpoint. Ja, oder auch, ja doch, der Militär-Checkpoint, kann man sagen. Als kleine Besonderheit hier, auf diesem Checkpoint und hier schräg gegenüber, können Scav-Sniper spawnen. Hier könnt ihr allerdings auch bekämpfen. Das sind keine, die unsichtbar sind und einfach nur schießen. Das sind tatsächlich echte NPCs. Am Checkpoint vorbei, hier auf der Straße, kommt ihr dann geradeaus zum Military Base. Ja, Exit. Der ist aber auch allerdings nur für Scavs. Und dann könnt ihr hier oben so eine Passage folgen. Und dann kommt dann noch der Ausgang bei dem Felsen kommt dann noch. Und Road to Military Base. Also hier sind nochmal verschiedene Scav Extractions. Weil sie 3 Stück an der Zahl. So, hier befindet ihr euch dann auf dem Weg hier hoch. Das ist diese Passage, der einfach einen Weg hier hoch führt. Und dann kommt ihr zu beiden verschiedenen Extraction Points. Einmal hier. Zwischen den Felsen sozusagen. Und ein bisschen weiter unten
befindet sich dann der Ausgang voller Ballang für Military Base. Dann habt ihr oben nochmal ein Power Station Ausgang, also ne, kein Ausgang, beziehungsweise ein Loot Spot. Wie gesagt, der wird einfach Power Station genannt hier oben. Wenn irgendeiner sagt, ey, ich bin gerade Power Station, dann befindet sich der in diesem Bereich hier oben. Hier gibt es auch nochmal ein paar kleine Loot Spots. Nichts Besonderes tatsächlich, aber, ne, damit ihr weißt, wo ihr seid. Der mit dem großen Mast Power Station. Jetzt hier der Power Station, so als kleine Besonderheit. Außerdem befindet sich hier sozusagen die, ja, man sagt Sniper Bridge, beziehungsweise Sniper Felsen. Hier sind sehr gerne Sniper unterwegs, beziehungsweise legen sich dann hier auf die Felsen hin, weil sie hier ziemlich einen guten Übersicht haben. Ihr sehen könnt hier zum Beispiel auf die ganzen Warenhäuser, auf dem Platz, was hier los ist. Ebenfalls ist hier auch auf diesem Dach ein Sniper-Scaff vorhanden. Also der kann auch dort spawnen. Sind wir jetzt als nächstes, gehen wir dann zur New Gas Station. Die hatten wir gerade schon einmal kurz angesprochen. Diese hier als kleine Besonderheit ist außerdem kein Exit an sich, sondern hier befindet sich der Spawn für den potenziellen Boss, Bishala. Der kann hier mit seinen Guards spawnen. Ansonsten habt ihr hier zwei Türen, die abgeschlossen sind im Inneren, wo ihr zwei Keys braucht, um da an einem Safe zu kommen. Ansonsten bietet der Platz jetzt so groß an sich nichts, ja, nichts Erwähnenswertes tatsächlich. So, wenn wir jetzt hier sehen, können wir hier gleichzeitig nochmal einen Durchgang, der normalerweise gesperrt ist. Auch hierfür bräuchtet ihr einen Key. Ja, also hier müsstet ihr einen Schlüssel verwenden. Dann könntet ihr da einmal durchgehen. Außerdem befindet sich hier hinter noch das Warenhaus Nummer 4. Auch da ist sich ein Scav-Exit, wo ihr dann als Scav rauskommen könntet. Ja, also direkt hier hinter. Ansonsten geht es jetzt hier weiter Richtung Dorms und dem Busterminal. So, das hier wäre das Busterminal. Potenziell wenig Loot tatsächlich, also eigentlich kaum ein Besuch wert. Wenn ihr der Straße ein bisschen weiter folgt, habt ihr hier zwei wichtige Spots. Einmal das Skelett, das ist das Skelettgebäude. Und hier auf der rechten Seite geht es zu den Dorms. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu den Dorms hin. Auch hier sind Guests auf jeden Fall als Spawn mit eingegeben. Auch der Boss Rishala kann hier spawnen. Als wichtigster Überblick, wir haben auf der linken Seite das Dreier-Dorms, auf der rechten Seite das Zweier-Dorms. Raum Dreier und Zweier, drei Etagen, das andere hat zwei Etagen. Und dann halt hier in der Mitte den kleinen Vorplatz davon. Hier in beiden Dorms sind wichtig, dass ihr für die meisten Türen Schlüssel benötigt. Dort könnt ihr dann zum Beispiel auf MapGenie oder auf im Parkoff-Wiki schauen, für welche Tür welcher Schlüssel ist. Gehen wir jetzt einmal zurück. Achso, nee, Moment. Gar nicht. Da sind auch noch zwei Spawns. Beziehungsweise zwei Exits hinter dem Dorms hier. Zwar hinter dem Dreier. Und dann seht ihr hier hinter dem Dreier-Dorms ist noch ein weiterer Exit. Und zwar ist das VX. Exit. Ich glaube, der war auch hier gerade bei uns markiert, ne? Wohnheim VX wäre das. Oder Old Raid Goat für den Scav. Also beides derselbe Exit. Und hier würde ein Auto stehen, wo ihr Geld bezahlen müsst, um mit dem Auto rausfahren zu dürfen. Dann gebt ihr das Geld da ab, weiß ich nicht, eine Summe zwischen 5000 Rubel zum Beispiel. Und dann müsst ihr hier knapp 60 Sekunden noch warten und dann fährt das Auto los und ihr müsst dann hier vorstehen. Wenn ihr euch jetzt rechtzeitig von Dorms wegbewegt, habt ihr hier auf der rechten Seite so eine Mauer. Die könnt ihr als Orientierung gut benutzen und kommt dann hier Richtung Sniper Roadblock im Exit für Scavs. Findet sich dort vorne auf der rechten Seite. So, ich habe noch mal das Game kurz neu gestartet, damit ich es euch noch mal im Hellen zeigen kann. Also, hier ist der Sniper Roadblock, wo wir gerade an der Mauer lang gelaufen sind. Als Scav Exit. So, da wir sehen, dass wir schon so einen kleinen Rundlauf gemacht haben. Dort hinten befindet sich der Roadblock. Hinter dieser Mauer. Da könnt ihr dann lang gehen. Und dann habt ihr den Roadblock von ganz zu Anfang wieder. Und hier könnt ihr sehen, das Skelettgebäude. So, wenn wir jetzt hier runtergehen zur Uferböschung, haben wir das Schmugglerboot.
Dafür muss aber das Campfire an sein. Vorne ist ansonsten ein kleines Feuerchen. Und ansonsten kommt ihr hier nicht raus. Als kleine Besonderheit, das Campfire muss an sein, damit ihr beim Sugarboot raus könnt. Ne, also nicht zu verwechseln. Dem Ding hier, das ist nur ein Müllcontainer. So, wenn ihr jetzt hier weitergeht, könnt ihr entweder oben auf der Außenbrücke laufen oder auf dieser Junkbrücke hier. Ne, also so eine Müllbrücke. Geht gerne hier lang. Oben lang hat man ziemlich viele Bereiche, von wo man eingesehen kann. Von hier unten lässt sich ein bisschen ja, leichter laufen. So. Und dann haben wir hier auch schon wieder den nächsten Extraction Point für den Skeff. Das wäre hier. Ne, das ist Railroad to Port. Wäre dann hier. Könnt ihr als Skeff auch rauskommen. Also auch eine Möglichkeit. Und dann geht es hier jetzt langsam Richtung Customs Building, beziehungsweise auch Big Red genannt. Das ist dieses große Gebäude hier vorne. Um ins Big Red Gelände reinzukommen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt, oder ein paar mehr Möglichkeiten sogar tatsächlich, aber von hier aus könnt ihr da vorne durchs Tor gehen. Vorne geht es auch noch so einen Zwischengang. Na, könnt ihr auch hier reingehen. Seid ihr auch drin. Ansonsten gibt es hier gar nicht so viel zu sagen, außer dass sie auf dem Big Red Skeff spawnen können. Im Big Red Gebäude gibt es tatsächlich noch einen Key, den Director's Key, den ihr für eine Mission braucht, weil ihr da ins Gebäude rein müsst und ins Office rein müsst, um da ein paar Sachen zu extrakten. Direkt dahinter sind die Storages, beziehungsweise ein Garagenhof. So. Ja, ich drehe mich hier trotzdem immer noch um, obwohl hier keine Skeffs laufen, das ist auch immer geil. Also hier ist der Garagenhof mit verschiedenen Garagen, wo ihr rein könnt und ein bisschen looten könnt. Auch hier könnt Skeff spawnen. Und direkt hinter diesem hier könnt ihr durch den roten Container rausgehen. Und schon seid ihr am nächsten Extraction Point. Und das wäre Crossroads oder Kreuzung, glaube ich, heißt es. Wo ihr dann auch raus könnt. Hier in diesem Bereich. Wenn jetzt die Straße hier geradeaus folgt, kommt ihr zu den nächsten möglichen Extraction Points. Da kommen noch Railroad Tarkov, Trailer Park und der Trailer Park, was heißt denn das? Ich glaube, Wohngebäude Extract oder so ähnlich. Oder für irgendwie sowas. So. Hier wäre dann der Trailer Park. Exit. Könnt ihr hier ganz gut sehen. Hier wäre dann halt für den Skeff, der Trailer Park Exit. Ja, diese Wohnbaracken hier. Ja, Wohnbaracken trifft glaube ich ganz gut. Hier könnt ihr als Skeff dann auch raus. Und dann hier weiter auf der Straße und dann auf der rechten Seite haben wir noch die Railroad zu Tarkov. Und eigentlich sozusagen der letzte Exit, den wir hier auf der Map haben. Als kleine Besonderheit haben wir noch tatsächlich den ZB-13. Der befindet sich in einem Wohngebäude, beziehungsweise in einem Warenhaus. Den haben wir jetzt gar nicht so auf der Map angesprochen. Ja, das hier wäre der Railroad zu Tarkov, auch ein Skeff-Exit. Und dann kommen wir auch schon wieder zum Roadblock, wo wir gestartet sind. Ihr sehen könnt, ein großer Rundlauf. Auch hier kann man über das Wasser rüber. Da muss man gar nicht so unbedingt über die beiden Brücken rübergehen, sondern wir könnten auch hier über diese Landzunge einfach zum Roadblock wieder zurückkommen. Als kleine Besonderheit noch, in dem Fort-Gebäude, was wir am Anfang gesehen haben, auf der rechten Seite von hier aus, befindet sich auch noch ein Exit, und zwar der ZB-13. Für den ZB-13 braucht ihr allerdings einen gesonderten Key, um auch da rauskommen zu können. Ja, und im Grunde war es das schon so zu den Extraction Points hier auf Zollgelände. Und ich würde sagen, das ist für euch gerade am Anfang das Wichtigste, wie ihr auch wieder von der Map entfliehen könnt. Gerade ich als Anfänger bin oft genug hier rumgerannt und wusste nicht, wo ich rauskomme oder
hab dann nur gesehen, oh, ZB irgendwas und bin zum falschen Exit gerannt und bin dann halt nicht rausgekommen. Was ja nun mal halt auch das Ziel des Spiels ist. Ja, ich hoffe, das Ganze ist für euch so eine kleine Erleichterung fürs Spiel an sich oder für diese Map zum Einstieg. Ich weiß, es sind sehr viele Informationen, aber ihr schafft das. Ne? Wenn ich das lernen konnte, dann könnt ihr das auch lernen. Natürlich, je öfters ihr die ganze Map gespielt habt, umso einfacher wird es dann irgendwann. Dann wisst ihr, aha, ich bin jetzt hier gespawnt. Rechts komme ich dahin, links komme ich dahin. Und könnt so eure Mission einfacher erfüllen. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal ganz kurz zu dem ZB-13-Ausgang. Nur damit ihr ihn einmal gesehen habt, auf jeden Fall. Wie gesagt, da vorne in diesem Vorgebäude, oder Fortress auf Englisch, findet sich der im Keller. Übrigens, hier vorne können auch nochmal Scavs spawnen und auch die drei neuen Gegner, die Goons, sind auch hier als Spawn aktiv. Rishala als Endboss kann, oder als Boss der Map, kann auch hier spawnen tatsächlich. Und ich glaube, hier vorne auf dem Dingens auch. Und auf diesem Gebäude befindet sich auch gerne mal ein Scav-Sniper. Nur damit wir es mal angesprochen haben. Könnte da sein, muss aber nicht. Dann gehen wir mal hier zum Exit. Der war hier vorne. Oh, springen mal nicht in den Stacheldraht. So, dann könnt ihr hier runtergehen. Ab in den Keller. So. Dann habt ihr hier diese Tür. Kriegen wir leider jetzt nicht auf, weil wir den Schlüssel nicht mit dabei haben. Aber hier wäre der ZB-13-Ausgang. Ja, ansonsten zu den meisten Gefahren habe ich euch soweit hingewiesen. Natürlich können überall potenziell Gegner spawnen auf der Map. Aber so wisst ihr halt, wie gesagt, wo ihr rauskommt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn irgendwelche Fragen sind, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Lasst einen Daumen oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.